Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ist wieder Berski. Ich habe ja gesagt, es wird noch hoffentlich zwei Videos vor EF geben. Heute ist das erste. Ich habe überlegt, was sollen wir machen? Sollen wir irgendeine Tierlist machen? Sollen wir auf irgendwas Cooles reacten? Und dann hat der gute Shimmy Shimtex am Sonntag oder am Montag Viertel geschrieben. By the way, diese Woche kommt noch ein Video. Und am Mittwochabend hat er es released. Wir haben jetzt Donnerstagabend. Und wenn alles gut läuft, seht ihr es am Freitagabend. Ich habe seit heute Urlaub und bin mega gut drauf, hab Bock auf die EF und hab Bock auf Spaß. Und ja, ich will gar nicht so viel um heißen Brei herumreden, das war eine recht spontane Idee. Ich dachte mir, hey yo, wir haben doch auf das vorletzte Shimtex-Video reagiert, wobei ich darauf reagiert habe, weil ich beim Dreh dabei war. Und da reagiere ich jetzt drauf, weil ich mir dachte, ey, Julian Bam hat es nicht geschafft, im August seine Videos zu releasen. Dann reagiere ich halt auf den zweitbesten Creator auf YouTube. Ja, deshalb gucken wir uns halt einfach das neue Shimtex-Video an. Ich versuche mal die Szene zu wechseln, ohne alles kaputt zu machen. Es ist echt immer wieder ein Fest im Fursuit. Bruder Maus, bitte tu, was ich will. Danke. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Wir fangen einfach mal an und hoffe ich, dass ich mit meiner Pfote gut Pause drücken kann. Es ist ein Video über das schlechteste Spiel aller Zeiten, was von der Wii U ist. Ich weiß schon, was es ist, weil er einen kleinen Part schon für seine YouTube-Members hochgeladen hat. Unterstützt den Boy, der hat es verdient, der macht Top-Notch-Content. Oh, ich hab Bock. Okay, wir fangen an. Wenn du auf Metacritic den Reiter beste Spiele aller Zeiten aufrufst und dann weit nach unten... Pause drücken. Geht. Also, glaube ich. Wirklich. Hallo, ganz Timo. Weit nach unten scrollst, wie weit gelangst denn? Du irgendwann an einen düsteren schrecklichen Ort, alles. Den du nach 22 Uhr definitiv nicht mehr alleine betreten solltest. Okay. Ich bin aber groß und stark, ich hab keine Angst. Liste mit den schlimmsten Spielen aller Zeiten. Oh nein! Unten befinden sich Spiele wie Jenga für die Nintendo Wii, Böckchen. Dragon Ball Evolution auf der PSP und Kiss Pinball, wo ich was? Bis gerade eben nicht mal wusste, dass ein Kiss Pinball überhaupt was existiert. Ist das? Wer ist die Zielgruppe? Ganz kurz, also das habe ich jetzt schon gesehen. Also die Reaction jetzt ist noch nicht blind, bevor ich das spiele. Das habe ich schon gesehen. Gruppe für Kiss Pinball. er stirbt einfach. By the way, dein Wohnzimmer sieht cool. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Das ist nur ein Pinballspiel. Aber selbst krass. Ein Spiel wie Ride to Hell Retribution. Ja. Wie Cutscenes. Don't you move now, Chiripa. Top-Notch-Content. Würde ich sofort spielen. Yes. Was zum Fick? einfach keine Sounds. Lass dich schmecken, Timo, gut. Nicht ich habe auch Chips. Hat es trotz allem auch mit einem... Es ist so gut geschnitten mit seinem Greenscreen, alles. Ich liebe es. ...schrecklichen Metascore von 16 immer noch 5 Punkte mehr als Videospiel Nummer 19.265, a.k.a. der letzte Platz aller Videospiele. Es sind echt viele Videospiele, die da auf Metacritic sind. Also ich finde es eine coole Videoidee, aber ich wette, dass nicht all, also ich glaube zumindest, dass nicht alle Spiele, die jemals erschienen sind, da auf Metacritic sind. Weil es so viele Trash-Steam-Spiele gibt oder irgendwelche 0815-Entwickler, die irgendwelche Billig-Dating-Simulatoren machen. Ich glaube, die werden noch schlechter bewertet, aber klar, es ist nicht alles auf der Seite und deshalb sich den letzten Platz von der Seite rauszusuchen, das ist cool. Mikrofon, und was es machst handelt du? Sich hierbei um ein verdammtes Wii-U-Spiel aus dem Jahre 2012 Danke. Mit einem Metascore von 11 Au. Punkten. Nade. Und ich hab's mir tatsächlich gekauft, um heraus... Hast du auch wieder mehrere hundert Euro ausgegeben, wie für die Burger King-Spiele? ...auszufinden, ob dieses Spiel wirklich so schlecht ist, wie es alle Kritiker behaupten. Nein. Family Party 30 Great Games. Ich hab verkackt. Arcade. Ich hasse alles. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es, dass ich fett bin. Ich wollte sagen, dass das Fanart im Hintergrund sieht cool aus. So, wir haben wieder Vollbild. Ich drücke wieder die Leertaste. Yay! Wir sind back! Back! Hey, back. Erinnert ihr euch? Ab jetzt ist blind. Noch an die Launch-Titel der Wii U? Es gab Zombie U. Zombie U war super. Wo ist Zombie U? Da unten. Just Dance 4 war ein Launch. Die Wii U schon so. Just Dance 4 war ein Launch-Titel für die Wii U, wusste ich gar nicht mehr. FIFA für Wii U. Das hat es niemand gekauft. Also, ich hatte zum Launch Super Mario Bros. U, obviously.
und Nintendo Land. Sonst die. Rabbids Land war doch kein. War das ein Release-Titel für die Wii U? Der kam doch später. Doch halt! Diese Grafik. Das ist schon wieder so kreativ. Und da hinten, da, das ist Fanart, das ist cool. Ich zeige Ihnen die falsche Grafik Richtung. Ist nicht richtig. Ich habe nämlich ganz bewusst ein gewisses Spiel weggelassen, was den Launch der Wii U-Konsole eventuell noch retten könnte. Ja. Der Launch der Wii U-Konsole ist schon vorbei, die kann nicht mehr gerettet werden. Du müsstest in die Vergangenheit reisen und das Spiel früher releasen. Und ich will mal sehen, wie du das machst. Family Party, yay, Early Great Game. Böckchen. Ja, das hier, das war nicht nur eines der ersten Wii U-Spiele überhaupt, sondern ebenfalls eines der ersten 10 Exklusivtitel, mit denen man sich als stolzer Wii U... Wieso erinnere ich mich daran? Null, ich hatte die Wii U zu release. Wobei, es kann sogar sein, dass ich mich an das Cover erinnere. Besitzer vor den Last-Gen-Losern brüsten konnte. Aber was für ein Spiel ist das überhaupt? Nun ja, tatsächlich handelt es sich hierbei um einen Titel innerhalb eines lang bestehenden Franchises aus bereits über 380 fucking Ablegern. Ja, ihr habt richtig gehört. Family Party ist nämlich Teil der Simple Games. Eine gigantische Reihe an Videospielen, die nicht nur preisgünstig hergestellt, sondern auch dementsprechend verkauft werden. Der Preis steht wortwörtlich im Titel. Was? Genauso wie der Inhalt. Simple, kleine Projekte, bei denen sich die Entwickler wirklich nur auf eine einzige Mechanik fokussieren mussten. Dadurch sind ebenso Spiele entstanden wie Snowboard fahren, ein simples Race. Spiel, Völkerball, ja, cool. Billiards. Ja. Was ist los? Timo, warum? Was ist los? Warte, was? Warum wird da ein Makro? Oder ein Spiel, wo eine gigantische Frau wie Tina eine komplette Stadt zerstört und man sie mit einem Kampfhelikopter aufhalten muss. Ich würde spielen. Kann ich die Frau mit einem Furry tauschen? Nein, es ist auf jeden Fall ein simples Spiel, was nach knapp 40 Minuten auch schon wieder vorbei ist. Reicht auch. Aber ist es so simpel wie Mahjong? Die Spiele sind zwar alle vom selben Publisher, aber die Entwickler unterscheiden sich so gut wie jedes Mal. Und das sieht man auch. Du hast immerhin die Wahl zwischen einem Kanji-Quiz zum Lernen und Üben der japanischen Sprache. Sugoi desu ne! Ist das eine Ameise? Nani? Das könnte sogar wirklich das Kanji für Nani sein. Hilfe, was ist seit da 1998 passiert? Also wurden diese Spiele über Konsolengenerationen. Das sind ja 25 Jahre, Mann. Krass. 24. Hinweg von verschiedensten Leuten produziert. Völlig ohne Ende in Sicht. Was? Doch das sollte sich am 30. November 2012 mit dem bis heute letzten Ableger der Simple Series ändern. Was? Als ob das der letzte. Was? Simple Series for Wii U Volume 1 The Family Party, aka das Spiel mit einigen der wohl schlechtesten Kritikerrezensionen, die ein Videospiel jemals erhalten musste. Und was für Reviews das waren. Was? Ich bin wirklich sauer, dass es nicht illegal ist, solch einen Müll an unschuldige Kinder zu verkaufen. Jedes Kind, das das hier als Weihnachtsgeschenk bekommt, wird seine oder ihre Festtage ruiniert bekommen und alle, die das gekauft hatten, sollen ihr Geld zurückbekommen, zusammen mit einer persönlichen Entschuldigung von den Entwicklern. Okay, also das Spiel ist bestimmt schlecht, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Eurogamer Sweden ist angepisst. Minimals. Alter, guck dir mal diesen Übergang an. Zwei Schimmtexte. Wir sind in der Matrix. Gericht des Gerichtmediziners. Der Patient erlitt einen psychotischen Zusammenbruch, während er dieses Spiel spielte. Keine Behandlung möglich. Das ist von Official Nintendo Magazine UK. Joe, geht's dir gut? Der Arme. Ich glaube, jeder, der dieses Spiel spielen musste, ist einfach nie wieder froh in seinem Leben. Oder so. Aber ist dieses Spiel wirklich so unfassbar schlecht? Weiß ich nicht. Hat es all diese Es ist da, spiel's doch einfach, Mann. Reviews ehrlich verdient oder waren die Kritiker einfach
viel zu harsch zu diesem Spiel. Nun ja, es gibt nur eine einzige Methode, spielen, wie ich das jetzt herausfinden kann. Doch zuerst ein Wort zum Hallo Jimtex. Sponsor dieses Videos. Just Legends, in Fachkreisen auch ausschließlich Legenden genannt. Ausschließlich Legenden. Mich dürstet nach einem kühlen Nass. Gönn dir, Brudi. Außerdem bin ich echt müde und sehne mich nach Energie. So macht ihr kreativ Werbung, Kinder. Oh Gott. Eine Smart Gaming Nutrition Marke. Oh my God. Das könntest du jetzt dagegen tun. Just Legends bietet leckere Performance-Booster an, welche komplett vegan sind, kein Taurin beinhalten, so gut wie gar keinen Zucker haben und auch weniger Koffein als viele andere Gaming-Booster oder sogar Energy-Drinks beinhalten. Das sind humane Werte. Da das Ganze ja in Pulverform kommt, erhältst du pro Dose freaking 50 mal 500 Milliliter, was bei dem Preis von 39,99 satte 0,7998 Euro pro Portion ergibt. Ich habe das in meinen Casio-Taschenrechner eingegeben. Den habe ich auch noch. Ich weiß vom Bescheid. Abi. Okay. Den gleichen oh, sogar. Klingt ja ganz cool. Aber ich hasse Wasser. Du bist irre? Ja. Was zur Irre, wenn die Tatsache, dass Just Legends freaking Energy Bites und sogar Performance Milkshakes anbietet? Milkshakes. What? Ja, wirklich. Und als wäre das noch nicht genug, gibt's jetzt auch noch freaking Performance Cocktails. Oh, Mocktails. Sorry, mein Fehler, Just Legends. Und obendrauf gibt's sogar noch was zum Einschlafen für die müden Gamer unter uns. Ich meine Favoriten sind übrigens Peach Iced Tea. Also, okay, okay, ganz kurz. Ich wollte jetzt eigentlich nicht groß auf die Werbung reagieren, weil ja, aber dass er unter uns sagt und dann einen Among Us Character einblendet, sehr kreativ, I like, good boy. Einen freaking Peanut Butter Cup. Alter, das ist der leckerste Scheiß der Welt. Kann ich bitte einen Lebensvorrat davon haben? Ich meine, du bist mit denen gepartnert. Bestimmt geben die dir das. Wenn ihr also Bock drauf habt, gönnt euch das Ganze mit dem Code Shimtex. Gönnt euch. Registriert euch, wenn ihr schon immer das Legends ausprobiert habt. Macht's mit seinem Code, er hat's verdient. Bekommt er nämlich... Ich krieg kein Geld dafür, dass ich das sage. Ich mag ihn einfach. Hier auch alles, bis auf die Probierpakete, 15% Rabatt. Also, let's go! Ja, und genau, geht einfach zum Originalvideo und holt euch den Link raus. Guckt generell eh das Originalvideo bitte auch mal nach der Reaction. Danke! An dieser Stelle ist es mir aber nochmal ganz wichtig anzumerken, dass es sich hierbei nach wie vor um koffeinhaltige Produkte handelt. Just Legends empfiehlt das Ganze ab 16 Jahren, Sleep und Recovery tatsächlich erst ab 18 Jahren, also achtet da bitte drauf. Genauso wie auf die tägliche Verzehrempfehlung. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal an Just Legends fürs Sponsern dieses Videos. Weiter geht's mit dem Content. Just Legends haben ja schon ultra viele Leute gesponsert, aber wirklich bei Timo habe ich das erste Mal gesehen, dass er gesagt hat, yo, passt auf den Konsum auf und übertreibt's nicht. Clap, der Mann ist awesome. Respekt. Gut, wir machen mit dem Video weiter. Böckchen, Obstakel Arcade. Sorry, wie heißt das Spiel? Das klingt ja fast so, als wäre die in einem First. Was? Modus wählen! Oh. Modus wählen! Hä, die Hauptmenümusik geht ja übel ab. Mit der Musik kann das Spiel doch gar nicht so schlecht sein. Das stimmt doch, oder? Direkt den Themenmodus. Das ist sozusagen der im Fokus stehende Party-Mode dieses Spiels. Wo das war ein Furry. Das. Nein, ich hab schon wieder klein. Wie mache ich eigentlich klein auf das? Ich hab keine Ahnung. Und wie kriege ich das? Ah. Sonst reagieren wir einfach so voll fertig. Und ja, ich habe Adblocker an, hasst mich dafür. Ausnahmsweise. Sonst ist pro nicht ausgewähltem Areal in insgesamt 10 Minispielen Kopf an Kopf zur Sache geht, bis am Ende der Partie ein Gewinner feststeht und man somit eine neue Welt freischalten kann. Bin gespannt. Einfach schnell noch ein Profil erstellen, um meinen Namen einzugeben und dann einen Charakter aussuchen und einen neuen Namen wählen? Hä? Die Namenswahl ist auch super begrenzt. Ich würde zum Beispiel eher weniger behaupten, dass James ein guter Spitzname für Timo ist. Doch. Ich suche einfach mal. James klingt fast genau wie Timo. Finde ich schon. Ein aus, der meinem tatsächlichen Namen am meisten ähnelt. Desmond. Mein Name lautet ab sofort Desmond. Okay. Desmond, der Mondbär, aber. Hey, let's go. Das erste Spiel startet. Oh, Junge, bin ich gespannt. Ich hab das wird voll spaßig. Start!
Was sind das für Geräusche? Excuse me? Das ist keine Party für die Familie. Mia, ignorieren wir mal kurz, dass dieses Wii U-Spiel wie straight von der PS2 aussieht, es aber trotzdem hinbekommt, besser als Pokémon-Legenden Arceus auszusehen. Was ist... Burnt! Oh, Alter, da hat er viele Fanboys. Da hat er viele Fanboys sauer gemacht. Die Geräuschkulisse in diesem Spiel. Alles gut? Keine Sorge, Mama. Ich spiele nur Nintendo. Und erinnert ihr euch noch an die Alter, das mit dem Text war gerade wieder so cool. Ich liebe seine Edit-Skills. Ah. Spitznamen, die wir aussuchen mussten, die haben einen Zweck. Denn zusätzlich zu... Bruder, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Sowas. Kommt noch der Host dieser Videospielparty namens Mike dazu. Furry, das ist ein Furry. Ein für super nötig hält, jedem Spieler per Namen zuzurufen, ob sie sich gerade gut anstellen oder nicht. Was? Sympathisch. Geht's, was das alles aber noch mal viel dämlicher macht. Es wurde zwar von jedem Namen eine positive Furry. Als auch negative Version aufgenommen, okay, je nachdem wie man... Der ist aber cute, der Boy. Also Timo auch, aber auch dieser Moderator, was ist das? Fuchs? Im schlägt, oder? Nein. Nur haben sie nicht bedacht, dass sie auch eine neutrale Version benötigen. Nach dem Desmond. Erster geworden ist, darfst du das Monospiel mit dem Wii U Gamepad spielen. Also langsam bekomme ich das Gefühl, dass Mike mich irgendwie nicht leiden kann. Das hat ein bisschen was von Smash 4, wo der deutsche Announcer es dem Animal Crossing Bewohner so überhaupt nicht gönnt, dass er gerade das Match gewonnen hat. Der Sieger ist die Bewohnerin. Die Bewohner. Ey, Bro, hör doch nicht auf den. Aber in Family Party ist das übel random. Bei manchen Charakteren zeigt dieser Bär den Namen mega. Ach, es ist ein Bär. Das ist ein... Findest du? Ja, okay, es ist... Ich hab nicht erkannt, dass es ein Bär ist und ich bin selber ein halber Bär. Was? Oh mein Gott, das kann ich voll Clickbait machen. Ein Bär... Nice. Fröhlich. Nach dem Schelmen. Gut gemacht. Anderen super genervt. Nach dem Johann. Und dann gibt's noch den Namen Hans. Nach dem Hans. Hans, get the Flammenwerfer. Erster geworden ist, darfst du das Bonusspiel mit dem Wii U Gamepad. Was sind denn das für Also, jetzt mal ehrlich, wie dumm ist denn das Konzept, dass du Leute nur aus einer gewissen Liste aus Spitznamen aussuchen kannst, nur damit der Moderator diese Namen creepy vorlesen kann. Was ist denn das für ein dämliches Konzept? Entweder lass doch dieses scheiß Vorlesen einfach weg und die sollen irgendeinen, also generell sollte man generell irgendeinen Spitznamen wählen sollen und ansonsten programmier halt irgendwie, dass er es vorliest, wobei dann liest er nachher noch Penis vor und das ist nicht gut für Nintendo, okay, fair point. Aber dann, das ist dumm. Yeah, gut gemacht. Als wäre das noch nicht alles, was die gottverdammten Soundeffekte in diesem Spiel... Ich mag den Bären, das ist überhaupt nicht biased. ...angeht, kommt noch das Hauptmenü. Oh Gott! Jetzt weiß ich wirklich haargenau, wo ich drauf zeige. Mega praktisch. Warum ist es nicht überall so? Ich muss doch für einen Geschichtsbeitrag recherchieren, da wäre das doch eine 1A-Hilfe, würde ich meinen. Die französische... Ich habe Evolution. Angst. Aufklärung. Unabhängig. Neuzeitliche Euro. Absolutes Mensch. Absolut. Napoleon. Französisch. Tschüss, Timo. Na, hallo, Timo. Ich bin noch nicht mal zum Gameplay gekommen. Ach so, ja. Wir sind ja erst seit 12 Minuten im Video. Es wechselt immer zwischen einem fest vorgegebenen Minigame, das man mit der Wii-Fernbedienung spielt, und einem völlig zufälligen Spiel, in welchem man das Wii U Gamepad bedient. Bedeutet aber auch, ohne eine Wii-Fernbedienung kann man dieses Wii U-Spiel überhaupt nicht spielen. Wenn du das also nicht mehr haben solltest, heißt das kein Family Party für dich, mein Lieber. Jetzt mal, jetzt... Was ist das für ein Frick?
Jetzt mal Retalk. Welche Person, die davor keine Wii hatte, hat sich freiwillig eine Wii U gekauft? Es hatte doch eh, also ich kenne keinen einzigen Menschen, der sich eine Wii U gekauft hat, ohne eine Wii-Fernbedienung zu haben. Allein schon deshalb, weil die meisten Leute, wie ich auch am Anfang, dachten, das ist nur eine Erweiterung für die Wii, weil das einfach das schlechteste Marketing in Existence war. Hatte doch, also wirklich, wenn ihr eine Wii U hattet und davor keine Wii, dann schreibt's mir, weil ich kenne niemanden, der eine Wii U, aber keine Wii hatte. Nobody, ich kenne niemanden. Ich kenne auch generell recht wenig Leute, die eine Wii U hatten, aber anyways. Ich kenne niemanden, der eine Wii U hat, aber keine Wii. Ich glaube, diese Menschen existieren gar nicht. Ist eine These von mir. Ich hoffe, ich treffe den Play-Knopf wieder. Ein wahrlich schreckliches Schicksal. Besitzt du aber eine, kannst du in den Genuss von Familienfeiers 30 großartigen Spielen kommen. Darunter Dino-Panik. Wisst ihr eigentlich, wie praktisch es ist, dass ich voll um ihr Eis habe, dass die Augen einfach immer in die Kamera gucken? Es ist egal, ob ich auf den Bildschirm gucke, auf den oder so, dass ich mit dem Auge das sehen kann. Meine Augen gucken immer in die Kamera, das ist nice. Wenn ihr euch ein Fursuit Commission holt, euch voll um ihr Eis, ist praktisch. Und nur ein bisschen creepy nach. Das klingt aufregend. Wahrscheinlich ist man hier auf der Flucht von einem T-Rex oder sowas und muss so lange um sein Leben kämpfen, mein Gott, bis man der letzte aller vier Spieler langweiliger ist und somit den tödlichen Angriff dieses gigantischen Dinosauriers aus dem Weg gehen konnte. Nein. Hä, das sind doch nicht mal Dinosaurier, das sind Krokodile. Warum ist da eine Giraffe? Man muss diesen Vieh durchschütteln, der Wiimote in die richtige Richtung ausweichen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich kann noch so präzise zur Seite machen, aber das Spiel hat absolut keinen Bock drauf. Und es gibt so viele Spiele, wo man genau das tun muss. Ich glaube, dann ist das Gameplay nie ganz so gut. Wenn Präzision nicht funktioniert, wie sieht's dann mit Minispielen aus, wo einfach nur Timing gefragt ist? Teppichklettern zum Beispiel. Wenn über dir ein Teppich ist, musst du im richtigen Moment hochspringen. Das ist ja nicht schwer. So ein Spiel gab's zwar schon 1000 Mal, aber Familienfete 30 sagenhafte Unterhaltungsmedien Niederlis-Passage macht. Warum übersetzt er die Diedel dauernd? Das ist funny. Macht das ein wenig anders, da man statt einem simplen Knopfdruck einfach die Wiimote schüttelt, um zu springen. Klingt doch ganz easy. Lass mich raten, es hat den schlimmsten Delay in Existence? Okay, es funktioniert einfach gar nicht. Ja, kann sein, dass ich nicht stark genug geschüttelt habe. Vielleicht schüttelt es die Waschmaschine eher stark. Also jetzt mal ganz, ganz kurz. Man hat ja, ich kann es nicht zurückspulen, weil ich werde dann vermutlich das Video einfach löschen. So, von YouTube auch so. Das kann ich dann, weil ich mich verklicke. Man hat gerade halt so hart gesehen, dass die Aufnahme von dem Fernseher und er als Person zwei verschiedene Aufnahmen waren. Ich habe ja gerade so hart Spur zurück. Ich habe so hart den Greenscreen ran gesehen. Das waren gerade richtig harte Fake News. Er schneidet Sachen einfach out of context, um sich selber besser darzustellen. Diabo. Genug durch. Deine Waschmaschine, Bro. Legit noch nie ein Spiel auf der Wii spielen müssen, bei welchem die Motion-Steuerung so schlecht funktioniert wie hier. Und ich habe einiges gespielt. Drück den B-Knopf, bewege die Wii-Fernbedienung gerade nach unten, lass den B-Knopf los. Okay. Cutie. Ich hab's doch perfekt. Also der Hund und gemacht, was will der? Hä? Nur noch ein bisschen mehr Training. Was ist denn los? Ich mach's perfekt. Zudem ist das ja nicht mal ein Wii-Spiel. Wir befinden uns nicht mehr in 2007 oder sowas, wo so eine Scheiße gang und gäbe war, weil jeder Wii Sports sein wollte. Seit 2009 existiert Wii Motion Plus. Und seit 2010 wurden Wiimotes sogar mit eingebautem Wii Motion Plus verkauft. Verwandtschaftsgesellschaft, 30 beträchtliche Partien, setzt aber dennoch auf die gute alte Technik, welche auch Klassiker wie Tierbabys, mein kleiner Welpe, zum Status eines zeitlosen Meisterwerks verholfen hatte. Das sind die kleinen Movements. Gammy hat's raus. Alter, Gammy, best boy. Und wenn wir schon bei Wii Party Games aus den mittleren 2000ern sind, darf natürlich eine weitere Mechanik auf keinen Fall fehlen. Blasen. Zeigen. Die Zeigefunktion. Fantasiestart. Zeig auf dich. Schließt mal kurz die Augen und lauscht meiner Stimme. Vertraut mir, ihr
werdet nichts verpassen. Okay. Was stellt ihr euch mit dieser Musik und dem Wort Fantasiestab vor? Aha. Märchen? Feen? Vielleicht sogar Zauberer? Nun ja, okay, öffnet langsam nicht, die Augen und... Habt ihr zufällig an fucking Ghostbusters gedacht? Tja, da wart ihr wohl nicht sehr. Auf jeden Fall. Fantasie vor. Wenn ich jetzt nicht ein First würde, ich würde jetzt gehen. Okay, ich würde jetzt literally einfach gehen. Aber mir. Lass mich raten. Man lädt durch Schütteln des Nunchucks nach, oder? Hä? Wieso kann ich nicht ziehen? Haben die. Nein! Entschuldigung, hä? Oh mein Gott, haben die nicht gemacht. Was? Man zielt nicht durchs Zielen. Man zielt, indem man den Stick und die Tasten des Nunchucks benutzt. Warum? Versucht es gerade aktiv ein schlechtes Spiel zu sein? Es wirkt nämlich langsam gerade so, denn ich bezweifle sehr stark, dass die Mitarbeiter im Jahre 2012 plötzlich die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht haben. Nante Gotta, Konoba, Doish, Gominanda. Oh, das war gar nicht schlecht. Oh, Kuri ist der Goina. Ja, bei. Ui. Nanyus erkennt die Runda. Koko de Shigoto Stein da Kiro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja mal früher mal ein bisschen Japanisch unterrichtet und ich muss sagen, ich kann nicht mehr viel. Aber so wie er es gerade spricht, das ist es wirklich nah am Original. Ich finde, er ergibt sich Mühe. Das hast du gut gemacht, Timo. Was ist dieses Video? Das Wasser! Das gute Tasnetz! Grette Hotto! Wieso sieht Timo in diesem Bild aus wie Balando? Warum? Was ist da passiert? Timo sieht einfach aus wie Balando. Was ist das? Das war 100% nicht so. Denn im Hauptmenü kann man rumzeigen. Und in diesem Spiel kann man sogar ganz normal zielen. Wer dachte also, dass es eine gute Idee sei und Spaß machen würde? Was du das, Isozaki? War das deine Idee? Mobb den armen Isozaki nicht so. Der kann nichts dafür. Der wollte auch nur Geld verdienen und seine Familie ernähren, okay? Schon echt nicht so Spaß. Kennt ihr eigentlich noch das große neue Verkaufsargument der Wii U? Ob ihr es glaubt. Fun Fact. Das Wii U Gamepad fungiert bei mir nur noch als Fernbedienung für meinen Fernseher. Weil ich habe meine eigentliche Fernbedienung verloren und man konnte ja die Wii U zur Steuerung des TVs benutzen und ich benutze das nur noch dafür. Also die Wii U hat einen Nutzen für mich, aber es ist nur, um den Fernseher zu steuern. Ja. Oder nicht, aber man kann ja auch das Wii U Gamepad nutzen, bei nicht mal einem Drittel des Spiels. Nach jedem Fernbedienungsminispiel darf der Gewinner das Gamepad an sich reißen, um gegen die drei anderen Spieler anzutreten. Okay. Das Spiel selbst wird komplett per Zufall über dieses Glücksrad hier entschieden, was man dann... Wir spielen unser Spiel mit dem Wii U Gamepad. Das Roulette-Rad wählt dein nächstes Spiel. Irgendwie kommt mir der Synchronsprecher bekannt vor. Irgendwoher kenne ich diese Stimme. Okay, drehe am Roulette-Rad. Ja, danke, das wollte ich gerade sagen. Michael. In diesem Fall wurde es jetzt das Spiel geheistert. Michael Jackson, Michael ist ein Bär. Taschenlampe, wo der Spieler mit dem Wii U Gamepad ein Licht steuert und damit versucht, die anderen Spieler, welche Geister sind, auszulöschen. Was auch perfekt die Inkompetenz der Bots veranschaulicht. Die Computergegner können nichts. Selbst bei Minigames, wo nichts... Hey Mensch, die sind ja so wie ich. Außer Reaktion gefragt ist. Ketchup, wo? Lukas und Marie brauchen manchmal ein wenig, keine Sorge. Es ist nicht mal knapp. Ich spiele das alles hier zum ersten Mal, aber wirke im Vergleich trotzdem so, als hätte ich den fucking Speedrun-Weltrekord in angehörigen Festveranstaltungen. Geister. Die Taschenlampe veranschaulicht dieses Problem perfekt. Die schweben teilweise sogar direkt in mein Licht hinein und bleiben stehen. Naja, vielleicht sind die anderen Gamepad-Minigames ja ein bisschen besser. Mal gucken, was als nächstes... Oh mein Gott, kannst du mal für eine Sekunde dein Maul halten? Nein.
Man kann das nicht mal skippen. Man muss sich nach... Was? Warum war da unten links gerade irgendwas Komisches, Hässliches? Was jeder war das? Fucking Runde das nochmal anhören. Okay, ja, was ist es diesmal? Schon wieder? Na gut, meinetwegen. Kommt er überhaupt noch? Wir spielen unser Spiel mit dem Wii U Gamepad. Er trinkt das Wort. Okay, bitte. Er kennt aber. Das nächste Spiel ist dieses hier. Mensch, das Wii. Gibt's da noch ein anderes Spiel? Wii? Okay, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Shimtex übertreibt mal wieder komplett. Wer ist das? Ich kenne den. Das hat er sich so zurechtgeschnitten, damit es lustiger fürs Video ist. Nein, ich wünschte, das wäre so. Hier, das ist meine Gameplay-Aufnahme. Das ist legit die Spielerfahrung, die man damit haben wird. Glücklicherweise gibt es aber einen Modus, wo man alle 10 Spiele einfach auswählen kann. Das ist ernsthaft meine einzige Möglichkeit, ich glaube das nicht. Das kann doch nicht so broken sein. What the hell? Spiele überhaupt auszuprobieren, da ein paar davon innerhalb dieser 6 Stunden, die ich mit diesem Spiel... Spaß. Das klingt nach Spaß. Kappa. Verbracht habe, nicht ein... Warum waren es nicht 2 Minuten weniger, Shimtex? ...mal dran gekommen sind. Ob sich das jetzt aber gelohnt hat, ist die andere Frage. Aber ich mache den Hauptmodus jetzt einfach weiter. Ich habe die ersten 3 Areale ohnehin schon geschafft. Da kann ich die letzten beiden auch noch machen. Wieso kann ich die beiden nicht auswählen? Ich habe das letzte Level noch geschafft. Tja, dachtet ihr, dieses Spiel ist nicht schon schlimm genug? Nein, es kommt noch besser. Ich habe Angst. Schlecht eigentlich, aber das sagt man so nicht. Um ein neues Areal freizuschalten, muss man es abgeschlossen haben. Jetzt würde man als naiver Kleiner... Warte, was? Eine Junge vermutlich denken, haja, einmal durchspielen. Haja, klar ist das so. Erster werden und dann hat man es geschafft. Ja, das dachte ich auch. Geil gemacht, so krieg ich liebe es. Allerdings muss man einen bestimmten Punktestand erzielen, damit man wirklich gewonnen hat. Ding ist, Anghan Budenzauber ist so dermaßen unbalanced, ich hatte den direkt jedes Mal. Daher war das kein Problem, jedes Areal geschafft zu haben. Aha. Ich habe es aber dennoch nicht abgeschlossen. Hä? Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass ich diese schrecklichen Minispiele mit der Wii-Fernbedienung spielen muss, wo es gar nicht funktioniert, und mit dem Wii U Gamepad es sich andauernd wiederholt, während man konstant von allen Seiten angeschrien und angestöhnt wird. Man muss das alles 2-mal machen. Warum? Richtig. Sobald man diese Punktezahl erreicht hat, erscheint eine neue, noch höhere. Und sofern man die ersten 3 Areale also nicht 2-mal gemacht hat, darf man die restlichen 2 gar nicht versuchen. Wo hat das irgendeinen Sinn? Warum? Was? Hä? Also, oh, wait. Warum sollte man so eine Entscheidung treffen? Mit jeweils 5 Wii-Fernbedienung-Minispielen, also insgesamt 25 Stück. Und es existieren 10 Gamepad-Spiele? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hab sowas legit noch nie gesehen. Das ist nicht nur unironisch das schlechteste Videospiel, was ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe. Geplagt von ohrenbetäubenden Sounds, die einen verrückt machen. Nicht funktionierender Technik, die einen zur Weißglut bringen kann. Einem Gameplay-Loop, wo man nach 10 Minuten schon wieder einschlafen möchte. Und Grafik, die selbst auf der Nintendo Wii schon potthässlich gewesen wäre. Als würde man noch zusätzlich eine Kirsche. Ich glaube, die wollten einfach, geile Stempel, die wollten einfach jeden, der dieses Spiel kauft, so richtig hart ficken. Auf den goldenen Scheißhaufen legen, ist nicht mal der gottverdammte Titel richtig. Es sind 35 Spiele. Es ist keine Absicht oder so. Man versucht ja nicht irgendwie weniger Inhalt, als es eigentlich der Fall ist, zu verkaufen. Es wurde einfach verkackt. In Nordamerika und Europa steht da ganz klar 30 Spiele. Sowohl auf der Box... Das ist kein Übersetzungsfehler. Das ist kein... Nein.
Doch hinten als auch im fucking Spiel selbst. Das ist keine Übersetzungsfehler. Das ja sogar. Nein. Nein. Ey, tut mir leid, ich habe euch leider wieder nicht verstanden. Könnt ihr das bitte nochmal so Aber auf der japanischen Version, welche mal angemerkt auch als letztes rauskam, wurde das Ganze wieder korrigiert. Aber Fehler hin oder her, ich muss das jetzt leider Nein. bis zum Ende durchziehen. Nein, denn ich glaub das nicht. Vielleicht kann man ja am Ende... Timo, hör auf dich zu quälen. Irgendwas freischalten. Nein, eine Cutscene, da wird safe nicht Bild, kommen. Eine Textbox, Nein. keine Ahnung. Nein, Timo, für es lohnt das Video sich nicht. Und für die Vollständigkeit dieser nicht. Review du wirst muss so ich es wissen. Unglücklich sein. Für den Content! Es war... Es ist rein gar nichts passiert und ich habe einfach ich nur meine gesagt, Zeit und meine Nerven gesagt, um dieses dämliche Video hier hättest verschwendet. Hättest du auf mich gehört? Ich glaube, ich werde in Zukunft jetzt Reaction-Videos machen. Oh, das war ja... Was willst du damit jetzt sagen? Okay. Real Talk? Oh das sage ich nicht. Schrecklich. Die Kritiker hatten ja wirklich nicht übertrieben. Ja. Ich glaube, ich lese mir die Reviews an. Was ist das? Wer ist das? Diese Review, ey. Patient suffered a psychotic breakdown while playing this game. Das ist so übertrieben. Wobei, eigentlich überhaupt nicht. Mittlerweile verstehe ich das ja zu 100%. Oh Gott, Mike kommt. Ganz ehrlich, Timo, hättest du nicht einfach mich mit meinem First mit einladen können? Ich hätte Mike auch spielen können. Das wäre cooler gewesen. Just kidding. Oh mein Gott, ich bilde mir schon Dinge ein wegen diesem Spiel. Mir geht's nicht mehr gut. Ciao. Mach eine Pause. Mach was klar anderes. Nicht gut. Oh Gott, I think they found me. Don't come here. Please stay away. Stay away. Was? Das ist, by the way, auf jeden Fall einfach geeditet mit dem F12 Text Editor im Chrome drin. So. Was zur Timo? Hölle? Timo, deine Tür. Timo, deine. Da ist ein Bär! Ey, wisst ihr. Ich glaube, ich habe es heute ein klein wenig übertrieben, denn eigentlich ist Family Party 30 Great Games gar nicht so schlecht. Okay, kann sein, dass mein Bärenbruder dir gerade eine Waffe gegen den Kopf hält. Immerhin gibt es ja auf Metacritic immer noch Big Rigs, ja, und Big Rigs hat einen niedrigeren Metascore als Family Party 30 Great Games. Also so gesehen ist es ja gar nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Big Rigs hat einfach nur zu wenig Reviews und wird deswegen nicht in dieser Auflistung gezeigt. Also, vielleicht habe ich einfach ein bisschen... Dann war der Titel aber hart Clickbait, Dislike. ...übertrieben. Naja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Danke an meine Kanalmitglieder. Da, ich bin da, glaube ich, irgendwo. Warte mal, ich will mich sehen. An alle Leute, die mich auch... Guck, da steh ich, da ist Dudobersky, aber hallo. Auf Patreon unterstützt. Da, jetzt ist es weiter oben. Jetzt bin ich weg. Und, ja. Da steht ein Kind. Das passt sogar Mal. Grad voll, weil ich so das Gesicht bin. Hast du gut gemacht. Okay, so? Ja. Darf ich meine Familie bald wiedersehen? Nein. Zuerst kuschelst du mit mir. Aber. Das Ende war lustig. So, oh mein Gott. War wie immer ein greates Video vom guten Timo Shimtex. Guckt euch bitte das Original an. Guckt gerne bei seinem Just Legends Sponsor vorbei. Nein, ich krieg kein Geld dafür. Ich sag das, weil ich Timo mag. Link zum Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das React gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Wenn jetzt alles ultra nice läuft, kommt übermorgen, also am Sonntag, das Eventvideo von Bavarian Ferdens. Ich habe es mir vorgenommen, das am Samstag zu schneiden. Und ich glaube, ich kriege das hin. Falls nicht, informiere ich euch natürlich. Aber ich möchte es schaffen, dass am Sonntag das Eventvideo von BFD kommt.
Und dann geht's am Dienstag zur Euroference. Böckchen. Gut, ich halte die Endcard heute kurz. Ich bedanke mich bei all meinen Kofi-Supporter und Supporterinnen. Danke, dass ihr meinen Content unterstützt. Ihr seid toll. Wenn ihr das Video seht, ist auch ein neues First-Bild auf Kofi draußen. Guckt euch das an. Oder habe ich im August schon was gepostet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ansonsten habe ich das für September halt schon hochgeladen. Egal. Ihr könnt euch gerne meine drei letzten Videos angucken, die ich hochgeladen habe. Beziehungsweise das Event-Video zum Röhrendance, das Unboxing zu meinen Digimon-Sachen. Da würde mich ein paar mehr Views freuen, weil das hier alles abzubauen war viel Arbeit. Und das letzte React zu Timos Content, zu diesem Burger King-Zeug. Gönnt euch, gönnt euch. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns vermutlich dann übermorgen beim BFD-Video wieder. Oder dann auf der Eurofan. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und die Heiligen sagen dann mal Tschüss.